Im Haus nebenan wohnt ein Kind, das ist blind. Es hört meinen Schritt, wenn ich heimkomm. Dann kommt es heraus, sieht mich an und fragt dann: Ach bitte, darf ich mit dir reinkommen? Bin ich oft sehr müde, trau ich mich immer nicht, meinem Freund diesen Wunsch abzuschlagen. Und wir gehen dann hinein, wir sind kaum in dem Raum, da fängt er schon an, mich zu fragen. Fängt er schon an, mich zu fragen. Was hast du heute alles gesehen? Du warst doch weg den ganzen Tag lang. Was ist da heute alles geschehen? Du warst doch weg den ganzen Tag lang. Warst weg den ganzen Tag. Ich erzähle ihm dann, wo ich war, was ich sah. Ja, was hab ich sonst noch gesehen? Und mir fällt nichts mehr ein, tut mir leid, keine Zeit. Mein Freund wollte das nie verstehen. Mein Freund konnte das nie verstehen. Was hast du heute alles gesehen? Hier braucht man doch nicht mehr Zeit. Was ist da heute alles geschehen? Zum Sehen braucht man doch nicht mehr Zeit. Zum Sehen braucht man nicht mehr Zeit. Und seitdem das geschah, nehme ich viel, viel mehr wahr. Sieh Dinge, die ich früher nie sah. Und jetzt sieht er durch mich und ich erst durch ihn so viel, wie das früher wohl nie war. So viel, wie es früher nie war.